Hello. So we're ready to start. Du hörst gleich mit einem Skalpell an QNIX vom 34. Chaos Communication Congress in der Übersetzung von OS 10.000 und Philipp. Wir machen hier eine ganz tiefe Analyse des QNX-Betriebssystems. A great round of applause, please. Willkommen an John und Ali. All right, so welcome everybody to our talk. Willkommen. QNX, analyzing and breaking exploit mitigations and theory. Wir analysieren und brechen die Verhinderungsmethoden zur Ausnutzung. Ich bin von der Universität Twente in den Niederlanden, wo ich Infrastrukturschutz studiere. Mein Name ist Ali und ich bin Doktorand in Eindhoven. Und ich bin hier ein Besucher in Bochum und meine Forschung konzentriert sich auf Embedded Binaries. Start this presentation off with an introduction to QNX and discussing the general operating system and security architecture before moving on to discussing the pseudo random number generators and the exploit. Also wir fangen mit einer Übersicht von QNX an, dann schauen wir uns die Sicherheitsarchitektur an, Zufallsgeneratoren. Was ist QNX? QNX ist sowas wie Unix, es ist POSIX kompatibel. Es ist ein privates, also nicht Open Source. Es ist später von BlackBerry gekauft worden. Und bis 6.6 ist es 32-Bit, ab QNX 7 dieses Jahr ist es 64-Bit. Am bekanntesten ist es, weil es in BlackBerry 10 ist oder im BlackBerry Tablet drin ist. Aber das ist nur oben die Spitze des Eisbergs. Es ist viel weiter verbreitet in der Automobilindustrie, in Infotainment, hat über 50% des Marktes und es ist in den selbstfahrenden Autos. Also Delphi nutzt QNX das als die Basis. Die zweite Nutzung ist in großen Routern, in Cisco-Routern. Hier in dem CRS 12.000 und ASR 9000. Auf der rechten Seite hat man gesehen, warum es ein interessantes Sicherheitsziel ist. Es ist in Industriekontrollsystemen, in Kernkraftwerken, in Militärsystemen, in Kontrollsystemen für Raketen und da ist natürlich klar, dass das Sicherheitsimplikationen hat. Letztes Jahr haben wir auch ein bisschen was von diesem Thema angesprochen. Wir haben über den Zufallsgenerator gesprochen und wie er in VxWorks funktioniert. Und hier in diesem Talk schauen wir uns den User Space und Kernel Space von QNX 7 an und wir schauen uns an, was die Problemverhinderungsmechanismen, die Exploit Mitigation in QNX 6 und 7 sind. Magst du mal? OSM Security Architecture. UNX Sicherheitsarchitektur. UNX ist ein Mikrokernel, ein echter Mikrokernel. Das bedeutet, dass die meisten Komponenten, Sicherheitskomponenten außerhalb des Kernels sind. Also Sachen, die man im Kernel erwartet, sind nicht mehr im Kernel drin. Sachen wie die Treiber für und Stacks sind außerhalb des Kernels. Was man hat, ist ein sehr kleiner Mikrokernel. Das hat ein paar Vorteile. Der größte Vorteil ist, dass man eine höhere Verlässlichkeit des Systems hat.
also dass das System weniger crasht. Also da gibt es weniger Seil woran für Hacker, woran man sich aufhängen kann, also weil es wenig im Kernel gibt, den man angreifen kann. Und Microkernels kriegen höhere Sicherheitslevel von der NSA zum Beispiel. Das ist der Microkernel. Aber wenn man alle diese Sachen außerhalb des Kernels packt, wie arbeiten die dann? Was man hier hat, ist eine Message-Verbindung. Irgendwie sowas ähnlich zu einer Netzwerkkommunikation. Und die Anwendung möchte mit dem Dateisystem kommunizieren. Es schickt eine Nachricht zu dem Mikrokernel. Der Mikrokernel leitet es weiter zu der Zielanwendung. Und das wird beantwortet und dann wird es wieder zurück zur Anwendung geschickt. Und das ist die Nachrichtenverbindung. Und die Aufgabe des Kernels ist halt, diese Nachrichten weiterzuleiten. Aber ein interessantes daran ist, an diesem QNX IPC Mesh System, das hat ein System, wo es mehrere Microkernels gibt. Und diese beiden, zum Beispiel zwei Mikrokernel, können über das Netzwerk kommunizieren. QNX unterstützt auch Syscalls. Und aber das ist deutlich weniger funktional, weniger als 90. QNX ist also POSIX-kompatibel. Man kann die Standard-C-Bibliotheken verwenden. Und das hier ist jetzt ein QNX-Compiler. Und dieser Compiler verwandelt das dann zu diesen Nachrichten weiterleiten. Leitung. You will have kernel space and user space, but für die Nachrichten, man hat den Nutzerbereich und den Kernelbereich. And basically also there will be user space separation, so it means und es gibt eine User Space Trennung. Within the user space to just und da gibt's keinen Prozess, wie die sich wie die miteinander kommunizieren können, um das halt ein bisschen Sicherheit. Zum Beispiel privaten Speicher. Aber es hat auch Kommunikationsmöglichkeiten wie Unix. Und dies ist ein Unix Memory Design. So you will have program image and basically Elfloader in a microkernel basically loaded and then you have like also, object or dynamic library which we also man hat by the however in the kernel space once aber in dem kernel space kernel Raum die Adresse startet an einer statischen Adresse und die will haben different stacks. So now, let's look at the process management. Also, lass uns mal aufs Prozessmanagement schauen. Das ist ein bisschen anders. Es gibt einen Prozess, der heißt ProcNTO und der ist der Prozessmanager. Und die anderen Prozesse sind im User Space. PID 1 ist der Prozessmanager und er spricht mit dem Microkernel genau wie andere Prozesse. Aber er hat einen Flag, was also hier dieses NTPF Ring 0 ist, wenn er den Syscall aufruft.
beside that, as we said before, QNX actually supports the usual POSIX stuff. So QNX unterstützt alles, was POSIX so anbietet. QNX actually uses ELF format. QNX nutzt das ELF-Format. But here is the interesting thing is that if the file system is on block, wenn das Filesystem auf einem blockorientierten Gerät, dann werden Code und Daten in den Hauptspeicher geladen. Wenn das Filesystem ein Memory-Mapped Filesystem ist, also Flash Memory, dann wird es direkt im Speicher genutzt. QNX bietet auch Sandboxing an. Das heißt also, so ähnlich wie Linux-Capabilities gibt es den Proc-Manager-Ability. Und das heißt, man kann bestimmte Fähigkeiten erlangen, bevor man Root-Authentisierung abgibt. Es gibt Domain, Range, Inheritable, Locked. Und das sind also die, die Attribute, die eine Capability haben kann. Und die Systemintegratoren entscheiden, wie sie diese Funktionalität einsetzen wollen. Das nächste, was QNX unterstützt, ist User Management. Es gibt ein Passwort-File, es gibt ein Shadow-File, es gibt ein Groups-File und es gibt Utilities, sowas wie Login, Switch-User. Und es gibt Mandatory Access Control List, also erzwungene Zugriffskontrolle. QNX 6 unterstützt Hash-Algorithmen. Wie hier steht, SHA-256-512. Und es gibt auch Rückwärtskompatibilität mit MD5. Those devices which have like their like for, let's say like their passwords based on MD5. Das heißt also, man kann die Geräte cracken, die wo die Passworte in dieser Form gespeichert sind. Long shelf life for attackers to use it. Und deswegen gibt es also eine lange Zeit, die die Attacker das noch nutzen können. So they are basically using PBKDF2. In QNX 7 oder in einem aktualisierten 6.6 gibt es auch moderne wie PDFK2. Die Geschichte von QNX Security sieht wie folgt aus. BlackBerry Mobile hat angefangen mit dieser Sicherheitsforschung zu dem Thema. In 2016 gab es von Alice Plugskit einen interessanten Talk zu IPC in QNX. Ich empfehle, dass ihr euch das anschaut. Und dann gab es zwischen 2000 bis 2008 verschiedene Löcher in dem Betriebssystem. Aber das Interessanteste war von WikiLeaks CIA Vault 7. Und da steht drin, dass die CIA CIA wollte QNX eindringen. Sie hatte es in 2014 noch nicht geschafft. Es gab also keine vorausgegangene Arbeit dazu, wie man das Ding härten kann. Und wir haben über die Zufallszahlengeneratoren von QNX 6.6 und 7 gesprochen. Also das ist jetzt unser Thema, Zufallszahlengeneratoren. Warum schauen wir uns den Zufallszahlengenerator an? Ja, der hat einen breiteren Einfluss, der ist die Grundlage für das breitere kryptografische Ökosystem. And besides that, the strengths of exploit mitigation itself are also are affected. Die Stärke der Härtung des Betriebssystems wird durch die Qualität des PRNGs beeinflusst. Wenn man also Adressraumverzufallung macht, dann muss natürlich der Zufallszahlengenerator gut sein. Sonst kann man es wieder erraten, dann hätte man es sparen können. So as a recap, also nochmal zusammenfassend. Wir haben QNX 6.6 erzählt
Und zwar gibt es da das Dev Random. Das haben wir letztes Jahr erzählt. Was based on Yarrow, but not the reference Yarrow, but Yarrow 100, but the original, like earlier version of the Yarrow, and there were some. Okay, also der Zufallszahlengenerator war basiert auf Yarrow und zwar auf einem frühen Design davon. Lack of completely broken seed control or not having basically any seed control, and also. Der hat sich nicht wirklich um die Initialisierung gekümmert und hat eine relativ niedrige Entropie. Und hat eine Zufallszahlenquelle, die auch vom Systemintegrator, der das QNX einsetzt, abhängt, wie das gefüttert wird. Und in QNX 7, nachdem wir also diesen Artikel oder den Talk gehalten haben, ist alles viel besser geworden. QNX 7 nutzt neue Quellen für Entropie. Sie haben sich sehr sorgfältig sich um die Initialisierung gekümmert und die Qualität der Zahlen ist, der Algorithmus ist besser. There are some design like decisions or like implementation decisions which the system integrator have to decide. Der Systemintegrator hat immer noch ein paar Sachen, die er beeinflusst, und das kann auch einen Einfluss auf die Zufallszahlen haben, aber insgesamt ist es ganz gut. Lasst uns anschauen, was sich hier geändert hat. Ihr müsst nicht alles sehen, nur die grünen Teile sind wirklich wichtig. Nämlich da hat sich was geändert. Um das Problem der Entropie während des Bootens in Ordnung zu bringen, gibt es einen File, in dem schon mal Entropie vorgespeichert ist. Also während des Bootens wird dieses File genutzt. Und wenn es dann sich das aufbraucht, dann kann es also während der Laufzeit erneuert, vollgefüllt werden. Und daneben gibt es auch eingereichte Quellen von Zufallszahlen oder von Zufall. Weird, because they are still using, for example, getUID and getPID, which is not at all random. Die nehmen also getUID und getPID und getTimeOfDay. Es ist alles vorhersehbar. Es ist und das einzig wirklich ganz Gute ist die RC4 Zufallszahlenfunktion, die eigentlich ganz gut ist. Regarding the QNX 7 kernel PRNG, which. So, aber im Kernel gibt es auch einen Zufallszahlengenerator. Und der ist neu in QNX 7. Und das ist eine Funktion, die heißt Random Value. Zufallszahlen. Und das wird genutzt für die Adressraumverzufallung und um auf den Stack Sachen zu legen, um zu erkennen, wenn der Stack manipuliert wird. Current time in nanoseconds. Momentan kann der in Nanosekunden die Zeit nutzen. Und all diese Sachen kommen in den Zufallszahlengenerator rein. Und der geht dann durch SHA-256 durch. Und dann wird das in 8 Blöcke zerschnitten. Und der erste Block wird als ein Salt verwendet. Und die weiteren werden als Zufallswerte genutzt. Und jedes Mal, wenn man einen neuen Zufallszahlenwert braucht, dann gibt es eine neue Iteration. So, und jedes Mal ändert sich diese 32-Bit. So. Das ist so, wie der Zufallszahlengenerator im Kernel funktioniert. Und jetzt schauen wir uns an. Lass uns in die Exploit-Mitigation gucken. Das, was man in der mit den Standardbetriebssystemen Windows, Unix und so weiter nutzt, die sind nicht einfach so vom Himmel gefallen. Gibt es eine lange Geschichte.
von Lücken, die man dafür genutzt hat. Und sowas gibt es halt nicht für QNX. Und das heißt, da gibt es vieles Interessantes zu sehen, deswegen haben wir uns das angeguckt. Von QNX Version 6.4, da könnt ihr sehen, da gibt es diese Space Layout, Randomization und Stack Canaries. Die sind alle und die kann man ausnutzen, wenn der Administrator die nicht ausgeschaltet hat, angeschaltet hat, weil. Machen wir jetzt weiter mit Data Execution Prevention, Datenausführungsverhinderung. Roughly speaking, you have two main architectural styles for a CPU. The Harvard one, where you have separate. Es gibt zwei Möglichkeiten für den CPU. Das ist einmal die Harvard Design und einmal das von Neumann Design. Und um das die Ausführung zu verhindern, muss man die für die Harvard Design oder für das von Neumann Design machen. Being facilitated by the hardware support in the memory management unit, and here in a page table entry you will have a specific bit like the NX bit. Und in diesem Fall hat man jetzt ein spezielles Bit, hier das NX Bit, das die Ausführung regelt. QNX DEP hat verschiedene Pforten zur Unterstützung für verschiedene Prozessoren. Es hat auf jeden Fall aber keine Unterstützung für dieses unter MIPS. Das Problem jetzt ist mit QNX DEP ist, dass die Standardeinstellungen nicht sicher sind. Zum Beispiel selbst wenn der Heap nicht ausführbar ist, bleibt der Stack weiter ausführbar. Und der Standard GNU Header ist wird ignoriert bei diesem und man kann die Stack-Ausführung verhindern mit einem bestimmten Zeichen da drin. They can no longer be included with these new firmware images. Aber mit diesen neuen Firmware Apple, dann kann man das jetzt nicht mehr einführen. Und das Problem ist weiter in QNX 6.5 und 6.6 und 6.7 verfügbar. Also danach müsst ihr dann gucken. Das nächste ist die Adressenraum Layout Zufallausführung. Auf der rechten Seite könnt ihr so eine Standard-Ausführung des ASLR sehen. Now ASLR seeks to prevent this by using randomness as a means towards the goal of memory layout secrecy. Because if you don't know where the various codes. Das hier verhindert den Angriff, indem es das zufällig irgendwo hinläuft. Und so kann man das nicht nicht einfach so auslösen. Es hat wieder einen speziellen Flag, der nicht standardmäßig nicht gesetzt ist. It's opt-out, so it's not an opt-in scheme, so don't look for mistakes like that. Memory objects are randomized at the base address level, so it's not a very fine-grained form of ASLR, but that's also es ist nicht eine sehr feine Form, sondern es ist und viele Speicherobjekte sind zufallisiert. Und das ist hier nicht das Problem. Ein Problem in der Praxis ist dass die Toolchain ist nicht zufallsbasiert und dadurch ist dieser Codespeicher nicht in den meisten, die man im Betrieb sieht, nicht randomisiert.
and I'll save you all the details. Ich erspare euch jetzt die Details. Und das wird meistens ausgeführt durch Aufrufe von mmap im Mikrokernel. Und auf der linken Seite seht ihr die Stack Randomize Function. Die erste Funktion, mapfind va. Und es macht das, indem es einen Zufallswert entweder hinzufügt oder subtrahiert von der Adresse. Und dann schiebt es nach links und extrahiert den unteren 24-Bit. Das heißt also, wir kriegen maximal 12 Bit Entropie zu einer beliebigen Adresse, egal wie gut die Zufallszahl vorher mal war. Und das zweite Ergebnis von diesen Funktionen ist, also die zweite Funktion ist mapfindva, macht das genauso. Die nimmt die unteren 32 Bit von dem Zufallszahlengenerator, dann wird es um 4 nach links geschoben und holt dann die unteren 11 raus. Und das bedeutet, da gibt es maximal 7 Bits Entropie. Das wird dadurch ein bisschen abgefedert, dass es mit der vorherigen Funktion kombiniert wird, aber praktisch gesehen hat es einen großen Einfluss. Die oberen Grenzen sind sehr optimistisch, weil die einen schlechten Zufallszahlengenerator haben. Die nutzen direkt Clock Cycles. Und das ist architekturspezifich. Auf der rechten Seite sieht man, wie die Clock Cycles funktionieren. Das macht er bei unterschiedlichen Systemen halt unterschiedlich hier. Das Erste, was man da so sich denkt, ist, wenn ich von einem Angreifer fernhalten will, wie der Speicher aussieht, dann muss ich da hier gute Zufallszahlen verwenden. Aber hier in diesem Kontext müsste eine Zufallszahl reinkommen, das tut sie nicht. Oder die Clock Cycles müssen ein geheimer Wert sein. Aber das ist er ja nicht. Also man könnte vielleicht einen Reconstruction Attack Decking ansetzen. Und das müsste funktionieren, aber das ist eigentlich Overkill. Es gibt einfache Möglichkeiten. Wir haben verschiedene Prozesse über Boot Sessions gemessen. Dann haben wir das NIST-Entropy-Tool verwendet, um die minimale Entropie zu messen. Und wenn man da drin sucht in diesen 256 Bits, dann sollten da 256 Bits Entropie rauskommen, das tun sie aber nicht. Und wir haben also jetzt hier gefunden, dass also im Durchschnitt 4,47 rauskommen, wo 256 kommen sollten. Das niedrigste waren 3 für die Bibliotheken und das höchste waren, keine Ahnung. Or for example, Linux with the BEX patches, where you vary between. Linux hat da sehr, sehr hohe Werte im Vergleich. Why is this a problem, you might have? Warum ist das jetzt ein Problem? Das ist ein Problem, weil ich einen Brute Force Angriff darauf machen könnte. Wenn ich ein Netzwerk Daemon habe, der in der Architektur einen Fork durchführt. Da kommt ein Call rein und dann mache ich eine Kopie von dem kompletten Prozess und bearbeite das dann da drin. Und wenn diese Kopie gemacht wird nach ASLR, dann ist es eine genaue Kopie und das Layout ist genauso. Und jedes Mal, wenn ich eine Kopie mache, dann sieht das genauso aus wie das Original und damit kann ich also immer wieder den gleichen Request hinschicken
und kann also und es ich kann in einer sinnvollen Zeit ausprobieren, so lange verschiedene Werte, bis es crasht. Auf der linken Seite habe ich einen angreifbaren Dienst gefunden. Es ist ein Overflow. Und auf der rechten Seite probiert es über das Netz, indem ich in 23 Sekunden genau diesen Fehler finde und wo er im Speicher wohnt. Natürlich ist das interessant, aber Information Leaks, das heißt also Dinge da drin zu finden, ist noch viel interessanter. Das ist wunderbar für lokale Schwächen. Und davon gibt es ganz viele in QNX. Der erste, den wir gefunden haben, ist der hier, der PROC LS. QNX, so wie viele Unixes, hat ein Prozess-File-System. Und für jeden Prozess kann ich über das über das Device-File-System mit denen sprechen und kann mit denen interagieren. Was man hier sehen kann, unabhängig, wer man ist, kann jeder die lesen. Und das macht es sehr einfach, womit ich eine Anwendung, mit der ich über Berechtigungsgrenzen hinher schauen kann, wo der andere Prozess wohnt. Und das PIDN Utility, das bringt diese Funktionalität mit und macht das schon für mich. Und das kommt auf ganz vielen Systemen standardmäßig mit. Das zweite, wo ich Information Leaks habe, ist in dieser LDE Debug Umgebungsvariable. Wenn ich sage, ich will alles haben, und dann kriegt man sehr viel Debug-Informationen, wo die Adressen von den gemeinsam genutzten Bibliotheken liegen. Und in Linux und BSD ist diese Option nur speziell berechtigten Benutzern vorbehalten. In QNX, da gibt es keinen Check. Da kann jeder diese Informationen für das gesamte System haben. Und das macht die Ausbeutung oder dieser Prozesse viel einfacher. Nachdem wir das berichtet haben, ist QNX 7 sehr viel sehr stark verbessert worden. Die nutzen ASLR, die nutzen einen neuen Zufallszahlengenerator im Kernel, und das ist gut. Aber es macht es nicht viel stärker. Trotz des neuen ASLR und obwohl sie 64-Bit-Adressen nehmen, haben sie es vergessen, diese Bitmasken zu entfernen. Und damit bleibt die Entropie, die da übrig bleibt, die gleiche, wie sie vorher war. Der Programmcode ist häufig in die unteren Bereiche des Speichers geladen. Jetzt haben sie den LD-Debug gefixt, aber sie haben nicht vollkommen den PROCFS in Ordnung gebracht. Man kann also hier oben sehen, dass man das PIDN nicht mehr nutzen kann, aber wenn man selber eine Anwendung schreibt, die mit dem PROCFS spricht, dann kann man immer noch diese Informationen rausholen. Die nächste Härtungsmaßnahme sind Stack Canaries. Das ist ein Schutz gegen traditionelle Stack Overflows. Ich nehme eine Zufallszahl, die behalte ich zufällig und die stecke ich auf meinen Stack zwischen die lokalen Variablen und meine Rücksprungadresse. Und wenn jetzt der Angreifer es schafft, dass die Adresse zu überschreiben, ist auch der Canary überschrieben.
Und damit können wir es feststellen und einen Handler aufrufen, der das halt, der eine Ausbeutung verhindert. Also in Linux und BSD ist es auf der Compiler-Seite und QNX nutzt auch GCC, das heißt so genau wie die beiden. Und die Betriebssystemseite ist spezialisiert. Im User Space macht er das über libc. QNX, however, uses a custom init cookies function. QNX nutzt eine Spezialfunktion, um die Cookies herzustellen. Und da hat es dann wieder seinen eigenen Zufallszahlengenerator und kombiniert das mit der Stack-Variable und den Zyklen. Das heißt also, das hängt ab davon, wie geheim die Clock Cycles sind, und das sind sie nicht. Und das QNX 6 SSP hat einen schwachen Zufallszahlengenerator, und zwar hier dieses 7,29 Bits. Das ist ganz schlecht. Die hätten mindestens 24 Bit haben müssen, weil es einen 0 Byte gibt. Und wenn sie einen vollen Canary genommen hätten, hätten sie 32 Bit haben können. Und das ist ein Problem, weil man das einfach brute forcen kann, alle Möglichkeiten durchprobieren kann. Aber in der Praxis ist das eben noch weiter schlimmer, weil der Microkernel nicht geladen oder nicht gegen libc gelinkt ist. Das Microkernel, das ist geschützt, aber die werden nie initialisiert, und damit sind sie immer null, und damit hätte ich sie auch weglassen können. Wir haben diese Probleme an BlackBerry gemeldet. Die haben jetzt die Stack Canaries standardmäßig eingeschaltet. Sie haben ein 64-Bit Betriebssystem. Und für User Space haben sie sie holen sich die Zufallszahl aus dem Kernel und stecken die in User Space, um dort dann die Initialisierung durchzuführen. Also die Canaries, die Stack Canaries, die sind jetzt in allen Bereichen vollkommen in Ordnung. Und jetzt kommt die letzte Maßnahme, die wir besprechen, um das zu härten. Auf der linken Seite sieht man, wie das funktioniert. Man hat eine Funktion, die ist in der gemeinsame Bibliothek, sie wird nachgeschaut, die Adresse wird gespeichert, und diese Daten, wo das Zeug wohnt, ist offensichtlich ein gutes Ziel zum Angriff. Wenn der Control Flow da vorbeikommt, dann und ich habe das geschafft, das zu beeinflussen, dann geht es dahin, wo ich hin will. Der Schutz geht, indem diese Tabellen in der Reihenfolge geändert werden und read-only gemacht werden, sodass niemand diese Einträge überschreiben kann. Jetzt haben wir ein Problem, und das Problem kommt von Lazy Binding. Das heißt, Symbole werden nicht während des Ladens nachgeschaut, sondern sie werden erst beim ersten Aufruf nachgeschaut. Und da muss ich halt schauen, dass das nicht passiert. Also die machen Lazy Binding, schalten sie aus, und dann machen sie das am Anfang beim Laden. In QNX 6 haben sie das versucht, und das ist auch sehr schön, aber leider funktioniert es nicht richtig. Auf der linken Seite sieht man, wie es aussehen könnte und sollte. Und die sind read-only. Auf der rechten Seite ist die QNX-Implementierung des gleichen Dings, und man sieht, dass nur einige von diesen Dingern umsortiert sind.
und dass das nicht in der richtigen Reihenfolge ist und damit ist es nicht geschützt. Und die haben in die Linker-Sections nicht ordentlich sortiert, bevor sie es gemacht haben, und das ist das eigentliche Problem. Auf der rechten Seite kann man in diese Tabelle reinschreiben und einen Stackfault herbeiführen. Wir haben auch die Möglichkeit gefunden, das auszuschalten. Das heißt also, man kann von außen diese Härtung ohne jegliche Privilegierung auszuschalten. Und wenn ich ein Binary habe, was setuid ist, dann kann ich das damit ganz wunderbar angreifen. Das ist beides dem BlackBerry berichtet worden. Und das wurde verbessert zwischen QNX 6 und QNX 7. Wir haben das alles, was wir heute diskutiert haben, auch an BlackBerry kommuniziert. Und viel, also noch einige von diesen Themenproblemen noch in 6.6. Und noch eine Warnung an Angreifer und Verteidiger. Viele von diesen Patches brauchen eine lange Zeit, um diese Geräte zu erreichen. Insbesondere in Embedded eingebauten Systemen. So kann es sein, dass diese Probleme noch für eine lange Zeit bestehen. Zusammenfassend, die Toolchain-Zeit ist meistens in Ordnung. Das ist auch nicht so sehr ein QNX-Problem, sondern ein Embedded-Problem. That's done in general purpose operating system security because it cannot be easily ported one to one from Linux. Es kann nicht einfach von 1 zu 1 übertragen werden. So gibt es viele architektonische Unterschiede. Und so gibt es halt hausgemachte Sachen, die halt nicht so gut sind wie der Standard. Und was man ja auch merkt, ist, dass keine Aufmerksamkeit von Sicherheitsforschern auf das hier gebracht worden ist. Und noch eine weitere Warnung wieder. Der Zufallsgenerator ist in Embedded System nach wie vor ein Problem. Und noch eine gute Notiz zum Schluss, dass QNX versucht, immer noch ein allgemeines Betriebssystem zu sein. Und die haben eine sehr große Anbieterreaktionszeit. Und am Ende würde ich einfach mehr Aufmerksamkeit zu Embedded Systems Betriebssystemen rufen, weil das halt in Cars und kritische Struktur und Militärsystemen eingebaut wird. Und in der Zukunft könnt ihr noch mehr von uns erwarten, auch in Brüssel oder auf der nächsten Black Hat. Und wir freuen uns jetzt auf Fragen. Thank you. Vielen Dank. Vielen Dank an Abasi und Ali. Now we have some time for Q&A. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit für Fragen. Stellt euch hinter die Mikrofone. I got one on mic 5. We'll start with you. Yes, as the person who probably did the very first. Als derjenige, der die erste ASLR-Kernel-Exploitation auf QNX gemacht hat, fühle ich mich ausgelassen. Was ist dein Name? Thanks. Nick ist der Name. Any other questions? Noch andere Fragen? Oh, okay. There, I guess. Mit dem Problem,
wo der Stack Canary für den Kernel nicht richtig eingeschaltet war, war das ein Problem, dass das überhaupt nicht gemacht wurde oder dass es nicht, dass es geplant war, aber was schiefgegangen ist. Es wurde niemals initialisiert in dem Mikrokernel. Der Mikrokernel ist in dem BNS platziert und das ist sehr früh gebootet. Und sie haben es benutzt, aber es ist niemals initialisiert. Anybody else with questions? Don't be shy. Come on. Well, if there aren't any questions left. All right. Thank you very much for also, the talk. Vielen Dank für einen fantastischen Talk. Ja, und damit verabschieden sich aus der Übersetzerkabine Oliver und